Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, Kampfkunst Commander. Aber hallo! Lieferung ist online! Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Liebe Freunde, willkommen bei der YouTube News in Little Chinatown. Und hier kommt der Modi, Milky. Hallo! Wisst ihr, was für ein Tag ist heute, Freunde? Der 16. März. Mein Geburtstag, ich bin jetzt 41 Jahre alt geworden. Was bedeutet es? Mich gibt es jetzt ein Jahr länger, als damals die ganze DDR gegeben hat. Ja, die hat es 40 Jahre gegeben, ich bin 41 Jahre geworden. Und ja, heute gibt es Party. Und ja. Was ist denn los? Milke hat mir schon heute Morgen gratuliert, ja. Ja. Ja, bin heute mal wach geküsst worden und gleich sauber gelegt. Gute Arbeit. So, Modi Milky. So die Geschenke, ja. Aus voller Katze, aus dem voller Katzenherz. So jetzt. Die Freunde von Malauka, Stücke, klar fehlen die mir, und, aber wie schon gesagt, ich bin immer noch im Abnehmmodus. Wenn ich jetzt immer eine Woche mal was esse, was jetzt, sagen wir, jetzt nicht so auf dem Ernährungsplan steht, das macht der eine Tag mich nichts aus. Sonst lebe ich ja von Schrot und Korn und Proteine, ja, und lebe diszipliniert, ja, von daher, ja, passt alles. Ja, jedes Mal, wenn ich ins Training gehe, und gehe viermal in der Woche ins Training, gucke ich immer im Cardio-Bereich, ob der Reimung sehe, aber sehe ihn leider nicht. Vielleicht ist jetzt auch ein anderes Fitnessstudio, wo er trainiert. Ja, wäre schade. Er hat im Muskelaufbau eine bessere Genetik wie ich, muss ich sagen. Und ja, wünsche mir alles Gute, viel Glück und Erfolg. Und so gute Freunde, dann jetzt zum anderen Thema, zu schlechte Feinde jetzt. Ja, also da gibt es ja manche Leute in YouTube, die nennen sich an der Beliebtheitsquote, ja, die werden sich ja quasi sich über gegenseitig überbieten. Ja? Zum Beispiel, ja. Als der Jo Uli gekommen ist, hat man gedacht, ja, die Kölner kann so beliebt sein wie der Jo Uli. Ja. Das ist. Da hat man nicht gedacht, dass noch ein Axel Voss kommt. Ja, mit dem hat keiner gerechnet. Ja, der möchte sich mit der CDU am unbeliebtesten, dann brauchen sie sich in den nächsten Wahlen nicht wundern, wenn sie dann schlechte Quote hin. Ja. Der Axel Voss möchte sich an. Und da denkt man ja, jetzt hat er sich ja schon sehr unbeliebt gemacht. Dann schafft er nur den Rekord, seinen eigenen Rekord zu brechen, seine Bilanz zu brechen und wird sich noch unbeliebter. Ja, ja, mit Artikel 13 hat er sich nicht beliebt gemacht. Dann, als er dann die 5 Millionen Abstimmungen abgewunken hat, quasi, ja, man hat ja die Leute belogen, das gilt ja nicht oder so. Das war ja eine demokratische Abstimmung gegen Artikel 13, da hat er sich so unbeliebt gemacht. Ja. Und dann hat er gesagt, E-Mails, wo gegen mich geschrieben wurde und gegen CDU und gegen andere Abgeordnete und so weiter, auch gegen andere Parteien, das sind ja alles false. Also keine false, sondern die Demonstrationen auf der Straße auch false. Das wäre Google-Verschwörung. Ja. Irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Wenn 500 dagegen unterschreiben und Leute auf die Straße gegangen, die letzten noch keine Fahrt, zwar auf der Straße demonstriert, ja, gut, das hat er auch behauptet, 500 Abstimmungen wären quasi auch falsch, das sind keine Falsch, das sind keine Fakes, das sind echte, ich habe ja selber unterschrieben bei der Petition, ja, und 500 Menschen, andere haben ja auch noch unterschrieben, ja, also mit mir 500 Menschen, und E-Mails hat doch auch jeder geschrieben, oder viele, das kann man doch nicht als, so kann man sich seine eigene Politik schön lügen, und dann halt auch
dann in der ganzen Verzweiflung, man muss ja was durchsetzen gegen das Volk. Ja, da müssen wir jetzt ein YouTube-Verbot geben. Ja, warum machen wir ein CDU-Verbot? Das wäre das Beste. Ja? Weil, der Adolf Voss, jetzt habe ich ihn, tut mir leid, jetzt bin ich ins Welt gegangen. Tja. Meine Fresse, jetzt ist mir peinlich. Der Axel Voss mit dem Adolf Hitler verglichen. Das tun wir jetzt die Leute von der Adolf Hitler, da sind beleidigt. Man kennt ja den Film erst wieder da, da war ja der Adolf Hitler ganz begeistert von YouTube und Google und Wikipedia. Und der Axel Voss will ja alles verbieten, also das sind ja schon unterschiedliche. Er hat sich der Axel Voss nicht beliebt gemacht, vor allem, weil man kann in jedem YouTuber über einen Kamm scheren, ja, als erstes. Ja, da gibt es ja YouTuber, die machen 100% den Kundendienst. Bei mir ist jetzt 100% mein Kundendienst, also 100% Leistung aus meinen Clips drin, ja. Und weil ich ja das Artikel 13 taglich gemacht habe, dann gibt es ja Leute, die auch dann Produkte anbieten und damit Werbung machen für die Hersteller, dass der Hersteller was dahin, wenn einer Proteine anbietet oder andere Ergänzungsmittel oder Schminkware anbietet oder Kleider oder irgendwelche Supermarktartikel oder irgendwas oder ja oder Sportartikel, dann ist das kostenlose Werbung für den Hersteller und Leute kaufen das auch. Oder Filmsammlungen oder was auch immer. Ja. Oder irgendwelche Bands, dann ist das kostenlos Werbung für die Leute. Und die Leute kaufen es auch. Du mehr konsumierst, seit ich öfters YouTube gucke oder so. Ja. Also ist ein gutes Ding für die Hersteller. Dann auch, wenn du Musik neu tust, dann verdienst du kein Geld damit, weil YouTube einen fairen Filter von sich aus drin, der funktioniert super. Ja. Und YouTube ist die erste Plattform, wo er den Urheber schützt, seit Jahren. Nehmen wir Artikel 13, Artikel 11 und wie die ganzen Artikel heißen, können sein, dass die dann die Meinungsfreiheit in Deutschland vernichtet. Ja. Dabei ja CDU sich ja mit dem Urheberrecht sich auch nicht bekleckert hat. Ich kann mich noch vor vielen Jahren erinnern, war es 2009 oder 2010, ich weiß nicht mehr, da hat es einen Comedy-Film gegeben, so irgendwie eine Bundestagswahl. Ja. Der hat Horst Schlemmer geheißen, ja. Und die Horst Schlemmer Partei in dem Film, das war Comedy, Satire, hat ja auch ein Logo gehabt, ja. Die Horst Schlemmer Partei Logo. Dieses Logo hat die CDU 1:1 übernommen, mit so einer neobrauner Schrift, und hat halt nur CDU reingeschrieben, ja. Damit hat die CDU damals Urheberrechtsverstoß begangen, um das mal klar zu strukturieren, ja. Und in YouTube gibt es keinen Urheberrechtsverstoß, das ist alles fein strukturiert. Der Urheber hat gar keine Verluste und man sollte vielleicht denken, wie kann man den Verkauf an die neue Technologie anpassen. Neue Technologie gibt es immer. Der Verkauf von CDs, als schwarze Schallplatte und Kassette, die Kassette sind in der Gange, es sind CDs gekommen, ja. CDs sind auch wieder im Gange seit Jahren, dann hat man. Und die Zukunft ist, dass man vielleicht Musik im Internet verkauft. Ja? Wenn zum Beispiel ein YouTuber denkt, BAM, Musik von einem Bruce Lee-Film oder Musik von Britney Spears gefällt mir, die nutze ich auch, dann kann der Hersteller vielleicht pro Lied 3-4 Euro verlangen. Ja? Dann hat er mehr verdient, wie bei einer CD, die 7 Euro kostet und 25 bis 30 Lieder drauf sind, wenn er ein Lied pro 3 Euro verkauft. Ja? Weder auch nichts dagegen, wenn man einen großen Prozentzahl dann auch zahlt, wenn man damit Geld verdient, mit dem Clip dann, wäre auch eine gute Idee. Man muss überlegen, wie du die Verkaufsstrategie ans Internet anpassen und nicht das Internet beschneiden und das immer Urheberrechtssystem anpassen, das veraltet ist. Ja, seit wann gibt es denn das Urheberrecht? 1880 oder was? Hat es doch der Marx Engels persönlich geschrieben? Tja, das reißt Wunder auf in der CDU, gell? Tja. Ja, liebe Freunde, das ist kein Lullis-Leben. Tja.
Meine eine Bilanz, da habe ich auch einiges zu berichten. Ja, der Fäger, der Fäger, ja, hat ja jetzt alle mindestens immer zum Fäg überredet. Ja. Die haben ja den Plätzchen auch immer mitgemacht und immer sind es andere, er ist ja nicht. Aber seine YouTube-Bilanz, ich schreibe es mal täglich auf, wie viele Abonnenten kommen und gehen, man kann da wegen, dass der Kauf realistisch aussieht, muss man ab und zu mal wieder selber abstoßen, aber man muss wieder welche kauft. Letzter Freitag hat er 5.720 gehabt und heute ist Samstag. Diesen Samstag, also nicht gestern, sondern ist ein bisschen blöd. Also vorletzter Freitag. Ja, also vorletzter Freitag hat er 5.720 gehabt. Ja. Gestern Freitag hat er 5.876 gehabt Abonnenten. Und dann hat er wieder ein bisschen ein paar abgestoßen, dass das ein bisschen realistisch gewirkt. Und hat 5.874 Abonnenten. Bei so wenig Clips, die er hat, und sind auch sehr wenig gut, ich sage mal von 36 Clips oder 38, so ungefähr, hat er 3-4 Clips, die gut sind. Und der Rest ist alles Panne. Ne? Und, tja, der Manni kann sich mit dem Axel Vossig an einem Tisch nachhocken. Und ja, Uli. Die YouTube-Prominenz der Unbeliebtheit, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe ja Manni die Friedensangebot gegeben und die Hand des Friedens. Und es gäbe ja auch immer noch, wenn ich ein faires YouTube machen will mit Herzblut und Clips drehen will, wo echte Abonnenten anzieht, dann bin ich da und helfen. Dann würde ich auch was mit dem machen. Ja. Weil, ich glaube, jeder hat auch eine zweite Chance verdient und der Manni ist ja jetzt, sagen wir mal, ein Mensch mit guter und schlechter Seite und hat auch bestimmt seine gute Seite. Und da hätte ich gerne mit dem was drehen oder irgendwas machen und sage, wie funktioniert YouTube, wie kann ich echte Abonnenten gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt. Ja? Das ist nämlich, wie wenn ich mir jetzt eine Fanpost schreibe, in YouTube sagt, liebe Fans, danke, ja? Also Post an mich sendt. Und liebe Danke an die viele Fanpost, ja, da habe ich es ja selber geschrieben, das ist ja Selbstbetrug. Abonnentenkauf ist genauso Selbstbetrug. Finde ich scheiße. Ja. Möchte in meinem Kanal auch nicht. Ja. Mich freut jeder Abonnent, wo dazukommt. Ihr sind meine Familienmitglieder von Kung Fu Fitness Lifestyle Family. Und ich will auch nicht, dass jemand anders von mir kauft. Das hasse ich, verachte. Ja. Und bitte auch YouTube, dass ihr mir danach googelt. Ich habe dann auch jemanden, der hinter Kulissen mitguckt. Ja, da gibt es ja irgendwo so eine Homepage, wo man danach googeln kann, wie viele Abonnenten zu welcher Uhrzeit gekommen sind. Und ich möchte meinen Kanal sauber haben. Ich will echte Abonnenten, keine Fakes. Ja, und will euch mitnehmen auf dem Weg von Kung Fu Fitness Lifestyle Kanal und sage, wie immer besser war. Ja, wie schon gesagt, es gab ja noch ein paar andere in der Kampfkunstszene, die ich persönlich mal handgeben wollen, denen auch noch nie die Lust gehabt, mich persönlich dann zu treffen. Schwätzt aber hinter die Kulisse, hinter mir, finde ich schade. Ich möchte einen ganz anderen Eindruck, wenn man persönlich Leute mal trefft. Ja. Dann gibt es ja meistens gibt es ja immer Gerüchte. Ja. Und da bin ich gar kein Freund davon. Ja, jetzt möchte ich mir die YouTube-News abkürzen. Nachher ist Party. Und wir haben willkommen unter Gratulierer, ja. Welche Clips ich von Manni ganz gut gefunden habe, war die 200 Liegestütze am Vatertag, dann den Spagat fand ich super. Die Kinderkata fand ich super. Weiß gar nicht. Das war's eigentlich schon. Also gute Ansätze hat er, um in YouTuber Größe zu werden, ja. Aber das macht er sich selber kaputt. Ja. Also Zeit sind, liebe Freunde.